Wer meinen Kanal kennt, weiß, dass ich mich auch mit einigen Dingen des politischen Lebens beschäftige. Und ein Aspekt davon ist die Zensur bzw. die Selbstzensur. Dazu verweise ich auf den Clip Medien Insider spricht Klartext, Zensur, falsches Thema und man ist persona non grata oder innere Pressefreiheit, Ausschnitte aus Position Nummer 1, Krieg oder Frieden in Europa. Und natürlich sei erwähnt das Interview von Harald Schumann, der Journalist bei Spiegel war und ausstieg. Nun aber zu einem Artikel auf den Seiten der Washington Post. Mass surveillance silences minority opinions according to study. Und ich habe mir mal die Freiheit genommen, das in Deutsch zu übersetzen. Studie: Massenüberwachung bringt Minderheitenmeinungen zum Schweigen. Eine neue Studie zeigt, dass das Wissen um staatliche Überwachung Menschen zur Selbstzensur ihrer abweichenden Meinung online bringt. Die Forschung bietet einen ernüchternden Blick auf die oft beschworene demokratisierende Wirkung von Social Media und dem Internetzugang, der Minderheitsmeinungen stärken soll. Die Studie wurde in Journalismus und Massenkommunikation vierteljährlich erscheinend veröffentlicht. Darin geht es um die Auswirkung auf von Massenüberwachung Betroffene. Die Mehrheit der Teilnehmer reagierte, indem sie ihre Meinungen selbst zensierten, welches sie als Minderheitenmeinungen empfanden. Diese Studie zeigt den zum Schweigen bringen Effekt für Teilnehmer mit abweichenden Meinungen infolge der weit verbreiteten Kenntnis über Massenüberwachung durch die Regierung, wie sie 2013 von Whistleblower Edward Snowden aufgedeckt wurde. Die Schweigespirale ist ein gut erforschtes Phänomen, bei dem Menschen unbeliebte Meinungen unterdrücken, um reinzupassen und soziale Isolation zu vermeiden. Es wurde im Rahmen der sozialen Medien und dem Echokammer-Effekt betrachtet, dass Meinungen zugeschnitten wurden, um zu den Online-Aktivitäten der Facebook- und Twitter-Freunde zu passen. Aber darüber hinaus beleuchtet die Studie eine neue Ebene, indem sie explizit untersucht, wie staatliche Überwachung auf die Selbstzensur wirkt. Die Teilnehmer der Studie wurden zuerst über ihre politischen Ansichten, Persönlichkeitsmerkmale und Online-Aktivitäten befragt, um ein psychologisches Profil für jede Person zu erstellen. Eine Probandengruppe wurde subtil auf die Überwachung durch die Regierung hingewiesen, während alle anderen Studienteilnehmer eine neutrale, fiktive Schlagzeile gezeigt bekamen, die besagte, dass US-Luftangriffe auf den Islamischen Staat im Irak abzielten. Den Probanden wurde dann eine Reihe von Fragen über ihre Haltung zum hypothetischen Nachrichtenereignis gestellt. So zum Beispiel, wie sie darüber denken, wie sich die meisten Amerikaner fühlen würden und ob sie öffentlich ihre Meinung zu dem Thema äußern würden. Die Mehrheit der Personen, die unterschwellig mit Überwachung konfrontiert wurden, waren weniger bereit, über ihre nonkonformen Ideen zu sprechen, einschließlich derer, die auf Grundlage des psychologischen Profils als wenig selbstzensierend beurteilt wurden. Die leitende Forscherin der Studie, Elizabeth Stoischew, mit einer Assistenzprofessur an der Wayne State University, ist durch ihre Befunde beunruhigt. Sie sagte: Viele Leute, die ich sprach, sagten mir, dass ihnen Online-Überwachung egal sei, weil sie keine Gesetze brechen und nichts zu verbergen haben. Und ich finde diese Begründung zutiefst beunruhigend. Sie sagte, dass die Teilnehmer, die die Nichts-zu-verbergen-Mentalität teilten, waren diejenigen, die Massenüberwachung als notwendig für die nationale Sicherheit unterstützten und diejenigen, die die Minderheitenmeinung am ehesten selbst zensierten. Die Tatsache, dass die Nichts-zu-verbergen-Leute einen erheblichen Dämpfer erfahren, sprichte Bände, dass Online-Privatsphäre viel wichtiger ist als die bloße Rechtmäßigkeit des eigenen Handelns. Es geht um das fundamentale Recht eines Menschen, Kontrolle über Selbstdarstellung und sein Bild im privaten und nun auch im Suchverlauf sowie Metadaten zu haben, sagte sie. Stoischew
ist auch besorgt über das stillschweigend aufdringliche Verhalten der Selbstzensur. Es beunruhigt mich, dass die Überwachung eine Kultur der Selbstzensur erzeugt, weil es Minderheiten weiter entfremdet. Und es ist schwierig, die Rechte dieser Bevölkerungsgruppen einzubeziehen, wenn deren Stimme nicht Teil der Diskussion ist. Demokratie lebt von einer Vielfalt an Ideen und Selbstzensur hungert sie aus, sagte sie. Ein wichtiger Schritt ist es, die Diskussion zu verschieben, sodass Amerikaner verstehen, dass die bürgerlichen Freiheiten von grundlegenderer Bedeutung sind für das langfristige Wohlsein des Landes als die Vereitelung von sehr seltenen Terroranschlägen. Stoischew schrieb über die Möglichkeiten von Online-Sharing-Tools, um einen demokratischen Wandel zu inspirieren. Aber die Ergebnisse dieser Studie verursachten eine Änderung ihrer Ansichten. Die Einführung von Überwachungsmaßnahmen sowohl von der Regierung als auch im privaten Sektor untergräbt das Internet als Möglichkeit einer neutralen Plattform für ehrliche und offene Überlegungen. Es beginnt die Fähigkeit des Internets wegzureißen, als Ort für alle Stimmen zu dienen, anstatt die meist dominierende zu tragen, sagte sie. Sie erhielt keine Drittmittel für die Forschung oder die Veröffentlichung der Studie, sagte sie. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist ein Interview von Peter Sunde mit CNBC am Rande einer Internetkonferenz in Amsterdam. Und zwar ließ er sich über den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg aus. So sagte er, Facebook ist die größte Nation der Welt und wird von einem Diktator geführt, wenn man es von einem demokratischen Standpunkt betrachtet. Zuckerberg ist ein Diktator, ich habe ihn nicht gewählt, aber er bestimmt die Regeln. Weiterhin sagte Peter Sunde, man kann Facebook nicht ausblenden, ich bin zwar nicht auf Facebook, aber das hat viele Nachteile in meinem realen Leben. Ich bekomme keine Partyeinladungen, keine Neuigkeiten von meinen Freunden. Die Leute hören sogar auf, mit einem zu reden, weil man nicht auf Facebook ist. Es hat also sehr reale Auswirkungen im Leben. Und er fährt fort. Wir schicken unsere Staatschefs, um Zuckerberg zu bitten, aufzuhören, sich in unsere Kultur einzumischen. Wie konnte das passieren? In dem Zusammenhang möchte ich auch gerne nochmal an das Treffen zwischen Mark Zuckerberg und Kanzlerin Angela Merkel im September 2015 erinnern, wo beide an einem offenen Mikrofon ihre neue Linie absprachen. Passende Worte findet darüber hinaus Vera Lengsfeld, Bürgerrechtsaktivistin aus Zeiten der DDR. Einen Unrechtsstaat überlebt, um sich im nächsten wiederzufinden. Nun ein zweites Mal Kraft aufzuwenden, verdient Respekt. Im Gegensatz zu vielem anderen, was heute respektiert werden soll. In Eigentümlich frei, schrieb sie. Zur selben Zeit stellte Merkels Justizminister Maas eine Spitzelgruppe unter der Leitung von Annette Kahane, ehemals IM Victoria, zusammen, die den Auftrag bekam, im Netz nach Hasskommentaren zu fahnden und sie zu löschen. Nach welchen Kriterien diese Truppe arbeitet, wer sie kontrolliert, was das alles mit rechtsstaatlichen Prinzipien zu tun hat, diese Fragen sind bis heute unbeantwortet geblieben. Die 200 Spitzel umfassende Taskforce leistet ganze Arbeit, den Blick stramm nach rechts gerichtet, nimmt sie auch Artikel seriöser Journalisten wie Roland Tich. Und nun der Höhepunkt. Die Seite GateStoneInstitut.org machte mit der Schlagzeile auf European Union declares war on Internet free speech. Zu Deutsch, die Europäische Union erklärt der freien Rede im Internet den Krieg. Die Europäische Union, EU, in Partnerschaft mit Facebook, Twitter, YouTube und Microsoft hat einen Verhaltenskodex
Code of Conduct enthüllt, um die Verbreitung von illegaler Online-Hassrede, Hate Speech in Europa zu bekämpfen. Die Befürworter der Initiative argumentieren, dass nach den jüngsten Terroranschlägen in Paris und Brüssel ein scharfes Vorgehen gegen Hassrede notwendig sei, um Online-Dschihad-Propaganda entgegenzutreten. Die Gegner entgegnen, dass die Initiative einen Angriff auf die Redefreiheit in Europa darstellt. Sie sagen, dass die Definition von Hassrede und Anstiftung zur Gewalt der Europäischen Union so vage ist, dass es praktisch alles umfassen könnte, was von den europäischen Behörden als politisch inkorrekt eingestuft wird, einschließlich Kritik an Massenmigration, Islam oder auch der EU selbst. Einige Mitglieder des Europäischen Parlaments haben die EU-Online-Verhaltensregeln, die verlangen, dass offensives Material innerhalb von 24 Stunden aus dem Internet entfernt werden muss, als orwellianisch charakterisiert. Fazit: Für die Welt, die EU im Besonderen und Deutschland im Speziellen, sind Gedanken- und Meinungsfreiheit nun mehr denn je auf der Abschussliste. Ein Limited Hangout wie Edward Snowden macht die Situation nicht besser. Das altbekannte Spiel von Problem, Reaktion, Lösung lässt die Leute nicht zu Atem kommen. Männer wie Ban Ki-moon träumen von einer friedlichen Welt, die aber bei Lichte betrachtet in Flammen steht. Und die Stars, die sich für die ach so bedrängten Minderheiten einsetzen, wie ein Bono, sind die Zeit nicht wert, Schlagzeilen über sie zu lesen. Rauf und runter auf der Karriereleiter des politisch Korrekten. Wer mitspielt, bekommt die Goodies, und wer auch nur einen Millimeter ausschert, wird medial auf den Scheiterhaufen geworfen. Dass ein privates Unternehmen wie Facebook die Plattform, die es stellt, reguliert, ist eine Sache. Dass sich in die Angelegenheiten von Staaten eingemischt wird, eine andere. Und dass wiederum Facebook sich in Staatsangelegenheiten einmischt, ist nochmals etwas anderes. Nun gut, die 1,65 Milliarden Like-Junkies sind nicht belehrbar. Selbst wenn es ihnen vor Augen gehalten wird, dass ihre Meinung manipuliert ist, durch das Vorselektieren der Snippets, die sie zu sehen bekommen, es dringt nicht in ihr Hirn. Reizüberflutet hecheln sie der nächsten Smartphone-App nach und meinen, sie wären die Trendsetter. Dabei sind sie auf kaltem Entzug, wenn sie auch nur wenige Minuten nicht am Puls der Zeit hängen. An allen Fronten wird aufgerüstet. Ob Frontex nach außen, Indect nur mit anderem Namen weitergeführt im Cyberspace, Eurogen vor im Inneren. Es ist, wie es ist. Und die Pläne für eine EU-Armee gegen den Rest der Welt liegen wohl auch schon in der Schublade. Der Krieg um die Köpfe ist entbrannt, die Zensur schlägt zu, im Äußeren wie im Inneren. Und in unseren Gedanken sitzt der Blockwart und überprüft jedes Wort, das wir auszusprechen wagen, ob es nicht schon zu unserem gesellschaftlichen Tod führt. Das einige Europa hat fertig, das Europa der Vaterländer ist gescheitert. Die Vision vom Europa der Regionen mit Föderalismus war ein Traum unserer Väter. Wir zahlen den Preis wohl früher als später.